Und damit euch, ich hoffe, ihr habt die Hasskommentare schon parat, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen HRNG-Folge, HRNG, mit dem Herrn Lukas und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, deswegen auch Hasskommentare, mit einer Runde Ami-Panzer. Ich weiß, der Hate ist gerade real. Bei der einen Hälfte so, jo, cool, die fahren mal Ami-Panzer nach 50.000 Jahre der Granatbüchse und die, Entschuldigung, und die anderen so, tötet ihn. Wann kommen wieder die Deutschen? Du spielst Pershing? Nee, Jumbo. Ich muss tatsächlich... Ja, ich will gleich nochmal den Easy Age spielen, aber... Ich muss tatsächlich ein bisschen Pershing fahren. Beide sind halt... Beide sind bei mir kurz vom Hardkern. Ich bin mittlerweile auf dem Weg Richtung HE. Wie macht das nochmal, dass du das feststellt euch? Rechte Maustaste? C. Rechte Maustaste. Also. Das Rohr, damit sich's nicht dreht, oder wie? Du spielst echt selten Panzer, ne? Habe ich das Gefühl. Ja. Sehr, sehr selten. Zu selten. Ja. Wundert mich ein bisschen, dass du... Ich sehe da halt nichts Spannendes. Doch. Also, ja, gut, ist halt entspannt, ne? Es ist nicht extrem fordernd, klar. Aber wenn du halt mit mehreren oder gegen mehrere kämpfst, dann wird es schon fordernd. Dann hast du schon deine Probleme. Ich bin mal gespannt, wie die Deutschen sich hier verhalten werden. Zum Beispiel hier Sturmkämpfer. Panther, okay. Stuck. Panzer 3. Lux, der will den Punkt abfarmen. Panther, den hatte ich glaube ich gerade schon. Panther. Oh, da sehe ich einen Panzer. Tiger. Okay, das geht tatsächlich. Also es ist eine Menge Panther, aber das kriegen wir eigentlich geschissen. Was mich ein bisschen wundert, dass wir nicht einen Triple-Panzer, hier, Panzerkampfwagen 2, also sprich Königstiger haben. Weil das habe ich halt echt häufig. Wenn ich Panzer fahre, gerade bei den Amis oder bei den Russen, dann fahre ich 3 Meter und dann kommt mir halt entsprechend ein Blob aus 2 Tigern entgegen. Königstigern. Und dann bin ich halt griff. Da hast halt keine Schnitte. Hier, du, ich fahre übrigens jetzt auf die linke Seite, weil ich glaube, auf der rechten ist nichts. Glaube ich irgendwie auch nicht. Aber, was im Punkt sein wird, ist auf jeden Fall ein Lux, kann ich jetzt schon verraten. Kann sich ja mal so stellen, dass... Ja, ich sehe die Schüsse von dem, warte. Und ich sehe einen Panzer 3, ja, die wollen den Punkt cappen. Kann ich da noch ein bisschen weiter? LOL! Ich hab den rausgeschossen! Ich sehe noch nicht, kann ich den Panzerkill haben. Ja, kannst du haben. Ich schieße noch einmal kurz drauf. Aber du musst dich beeilen, der despawnt. Nee, das könnte. Ich muss mit drauf schießen, sonst despawnt der. Ja, aufhält. Ah, da kommt der Lux. Ja, schieß erstmal den anderen weg. Was man übrigens nicht machen sollte in diesem Modus, wirklich da reinfahren, weil die. Ja, so, Basten, bitteschön. Und schau, C. Wie süß. Der lacht den nicht aus, der macht dir deine Panzerung runter. Ja, das stimmt allerdings. Also der kann dir ordentlich die Panzerung runterzergen. Weil die Frage, wo die ganzen schweren Panzer eigentlich sind. Tiger haben die. Aber wo der ist, weiß ich nur auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Lustig. Der Lux ist beschäftigt, der Panzer 3 ist im Arsch. Und auf einmal haben die Probleme, den Punkt zu cappen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Dass die eventuell nur in den Punkt reinfahren, um die KI abzufacken. Das machen einige. Das ist vernünftig für die... Da, Panther hat einen eigenen Soldaten überfahren. Okay. Es ist vernünftig, die Soldaten abzuschnetzeln, wenn man den Panzer 1 hat. Dann kann ich das schon verstehen, damit man vielleicht ein bisschen üben möchte. Der ersten Anfangs-EP bekommt. Aber so richtig lukrativ ist das halt auf der Karte echt nicht. Ich weiß halt nicht, die normalen Infanteristen geben halt 6 oder 7 EP. Und hier auf dem KI-Gefecht, da gibt es halt 1 EP. Oder? Ich glaube. Aber so ein bisschen KI-Abfahr macht schon Bock. Ja, ab und an mal. Ich sehe halt hier gerade irgendwie echt keinen Panzer mehr. Ja, wir müssten mal gucken, ob die uns eventuell umfahren.
Meistens sind die halt links oder rechts. Und dann entscheidest ganz du dich. Ganz rechts außen, ganz rechts außen. Gut, dann fahren wir dahin. Dann war das am Anfang doch richtig. Ich geh auch hier links auf den Hügel hoch. Nö, ich gehe dann doch ein bisschen in den Nahkampf lieber, wenn ich ehrlich bin. In verhältnismäßigen Nahkampf, weil hier sind ja auch die KIs. Oh, da kann man hier auf jeden Fall auf einen schießen, Moment. Kannst du auch? Ja, das ist der Panther. Im Punkt? Nee, ich beschieße ihn gerade. Ach, da ganz hinten? Ja, die sind neben uns im Spawn, so gesehen. Turmdreh kann sich schon weg. Ah, ich seh ihn. Oh, noch einer. Rechte Fuck. Kette im Arsch. Ja, da ungefähr. Ja. Ich glaube, es ist der Stuck. Gut, ist tot. Ja, heizt mir gerade meine, Panther ist weg. Panther ist weg, ja. Ja, super. Kein Assist. Hetzer vor mir. Hilfe. Ja toll, vor drei Seiten schon wieder. Meine Kette ist im Arsch. Okay, Lux von rechts, Hetzer von vorn. Nein. Okay. Ja gut, ich werde von drei Seiten beschossen. Ich bin RIP, wenn du mir nicht hilfst. Geschützt, ja, safe nicht, oder was? Oh nee, das ist so witzig. Wo ist der? Oh nein, ich vergesse das immer mit dem Leertaste drücken. Komm, dann hole ich mir dich noch. Keine Ahnung, er schießt die ganze Zeit drüber. Die Hälfte der Panzers habe ich nicht gesehen. Ach, da ist der Lux und dann irgendwo noch ein Panther, aber ich weiß nicht, von links hat noch irgendwas geschossen. Ich versuche mal den Panzer von links zu treffen, zu finden. Was ist das denn? Du stehst hier hinten und hast nichts mitgekriegt, Adi. Alter, ey, warum halt die ganze Zeit drüber? Da hinten. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Lux vorne, frontal. Ich repariere dich gegen, wenn was ist. Der da hinten verpisst sich, glaube ich. Okay, am Spawn ist auch noch was, tatsächlich. Das ist der Tiger, am Spawn ist der Tiger, ganz unten rechts. Der hat mich anscheinend eben gerade auch noch geschossen. Ich push. Ja, ich bin hinter dir. Den Lux da mal kurz. Warum konnte ich dich... Du hast doch Schaden, warum konnte ich dich nicht reparieren? Ging nicht. Ja, Richtigkeit vom ja, passt. Ich repariere. Wo kann er denn noch hinfahren? Da so kann. Richtig. Im Prinzip kann er noch in den Punkt reinfahren. Alter, siehst du da was, wo ich hinschieße? Mhm. Also jetzt gerade nicht. Doch. Ey, das ist so krass. Das ist wahrscheinlich der Hetzer. Ja, doch, das ist der Hetzer, genau da. Er kommt entgegen. Er ist sehr entgegenkommt. Geschützfallschluss ist weg. Ja. Das ging schnell. Darf ich despawnen? Dann würde ich nämlich wieder neu fahren. Ja. Nicht unbedingt ein. Cool! Panzerkampfwagen 2, Ausführung Lux. Wo ist der denn? Lux? Ausführung C. An dem kleinen Häuschen, wo du eben gerade nebenstandst, im Prinzip. Ja, an dem Häuschen, wo du gerade drauf guckst. Ja. Da fährt er gerade rum. Ich könnte es nicht. Ich fahr mal eine Runde Hellcat. Der Motor ist weg, der kommt nicht mehr weg. So, lieber Tiger, wollen wir dich mal holen, ne? Für den Fall, dass du immer noch hier rumfährst. Ja, den 2C habe ich. Perfekt, dann ist auch wieder weg, weil die Army Dingensbummens mich eher stark anhitten. Die Deutschen. Also alle Berge hier oben, alle Büsche. Denk dran, nicht in den Punkt reinfahren, die können dich durch die Büsche hindurchsehen. Gerade eher weg. Was ist denn der Tiger? Der hat hier eben gerade noch gekämpft, hier auf der Ecke. Panther, was killt der Panther denn alle? Ja, HI. Der ist nicht im Punkt drin, der ist im Punkt drin. Der ist hier vor mir gleich. Moment, ich suche noch Duell auf, Tiger. Wobei meine Frontpanzerung halt im Arsch ist. Alter, nee, da bin ich raus. Yo, Königstiger und Tiger. Die fahren im Duo, das ist ja schon wieder RIP. Ich fahre mal einen Punkt rein. Bei mir sind Königstiger und Tiger. Alles klar. Voll verarsche. Wie soll ich denn dagegen ankämpfen?
Ich kann zu dir, komm, halt genau ich fahr zu dir. Das ist genau das, was ich meine. Oh, die kommen hier hinterher. Ich komme dir zur Unterstützung. Aber ich habe keine Frontpanzerung mehr, das ist halt ein bisschen scheiße so. Nee, habe ich keine Schnitte. Lauf zerstört natürlich auch jetzt schon. Wo sind die genau? Genau an meiner Position. Exakt an meiner Position. Beide. Hm. Du brauchst wahrscheinlich wieder zum Spawn, ne? Ich bin noch nicht tot. Alter, ja. Das Problem ist, die sind... ordentlich lang zu dir, ne? Soll ich noch überhaupt noch zu dir fahren? Ach, keine Ahnung. Ich probiere noch zu flüchten. Also hier, also kämpfen macht hier keinen Sinn. Kämpfen macht hier echt null Sinn. Aber flüchten macht eigentlich auch keinen Sinn, weil hier ist nur noch freie Fläche. Wir könnten halt eine Falle stellen. So. Eine Falle stellen ist hier nicht, die sind zu zweit. Die sind zu zweit, das hat keinen Sinn. Ja, aber dass ich wenigstens einen kleinen Vorteil habe. Gut, ich habe mich jetzt, glaube ich, in Sicherheit... Hier ist ein Hetzer bei mir. Aber die fahren immer noch hinterher. Lass erstmal den Hetzer kurz wegmachen. Direkt hier vor mir. Ich muss erstmal kurz reparieren. Der beschießt mich aber gerade. Ja, kriegst du den weg? Denke schon. Ich muss erstmal reparieren, bis die beiden Königstiger da sind. Ich habe noch einen kleinen Vorsprung. Was kann sein, dass die Tiger mich gleich... Guck mal, ich hatte gesagt, Sturmkämpfer ist ein richtiger Name für Königstiger fahren, ne? Boah, hat ich recht, Alter. Scheiße, mein Geschützverschluss ist weg. Jetzt musst du arbeiten. Okay, ich bin eingestiegen. Ja. Ich. Wenn der SH3 hat, dann. Ich muss abbrechen. Der ist raus, ausgestiegen. Okay, dann finde ich den. Ist weg. Ja, hat Jumbo gelevelt. Gut, jetzt kann ich auch verrecken. Ich kann auch. Dann teil du Damage aus, ich fahr vor. Oh, da sind die beiden Ficker wieder da. Ich muss wieder flüchten. Ja, komm in meine Richtung, Junge. Ja, geht doch Alter. Nicht. Da ist doch Schussgebiet von dem Tiger. Ich bin immer noch nicht im Ansatz geheilt. Ach so. Ich fahre immer noch mit Lowlife rum. Die ganze Zeit schon. Ich versuche mir hinter die zu kommen. Ja, hier ist der Spawn jetzt von den Infanteristen, ne? Lass mich raten. Schlechte Idee. Ich kann aber hier mal parken. Hier ahnt das keiner, dass ich hier stehe. Ja, guck, dass du irgendwie wieder bald zu mir kommst, weil ich werde jetzt gleich das Dingens aufnehmen. Mhm. Die Frage ist halt, wer steht da? Also stehen da immer noch beide? Einen habe ich eben gerade gehört, auf jeden Fall. Ja, ich höre noch einen Tiger auf jeden Fall. Es vor sind mir beide gleich. Tiger. Königstiger und normaler Tiger. Ja, aber den normalen Tiger habe ich. Ja, steht halt ein Königstiger, steht das halt im Punkt, im O1-Punkt. Du siehst, die machen alle Infanteristen weg. Richtig pro-like, so Moment. Wie es das gehört. Ich habe den Tiger jetzt mal angeschossen. Ich komme sofort, ich habe noch zwei Balken zu reparieren. Ich bin sofort, ich bin ja eigentlich direkt bei dir. Ein Balken noch. Rechte Kette schon mal weg. Und bin full life, komm mal. Er hat sich gedreht. Ich versuche irgendwie, sollte... Ein Tiger... Ich kann ihm wahrscheinlich einigermaßen Damage machen, aber... Ein Tiger, wo kommst du mit einer Hellcat weg? Aber zwei Tiger, die dich sandwichen, das wird nicht klappen. Da hast du nicht die Kompetenz dafür. Ja. Gott, wie kann man so schwul sein, ganz ehrlich. Tigerfahren ist so schwul. Königstiger im Duo fahren ist schwul. Unglaublich schwul, ja. Obwohl, das ist so echt. Kurzer Disclaimer. Er meint das natürlich nicht negativ, das ist eine Rede. Ich repariere die gleich. Jo. Ich weiß auch nicht, ob ich stehen bleiben werde für reparieren. Also, genau. Vor mir ist. Der linke. Warte. Alter. Oh mein Gott. Du mich verarschen hier. Ja, kein Sound, lol. Also ich kann nur dagegen reparieren, aber... Warte, ich kill den. Er ist ausgestiegen. Oder er steigt gleich aus. Ja, der ist schon ausgestiegen, der will zu den anderen Panzern direkt... Der Bastard. Oh, wie viel hält der denn aus? So. Ja, weißt du, wenn der andere Panzerfahrer... Hä, hey, wo ist der Tiger hin? Ach, da. Hier, vor mir, direkt vor mir. Der Wüstentarn habe ich. Okay, ich versuche wieder zu dir zu kommen. Also den, der reparieren wollte, den habe ich gekillt.
So, ab jetzt kannst du. Oh, fuck, das ist knapp. Geschützverschluss zerstört. Jetzt kann ich wieder reparieren gleich. Oh. Jetzt. Ja, ist nicht, ne? Fuck! Oh, Alter, was gerade klappt, hätte ich fast überfahren, Alter. Machen wir mal hier pures Hellcat Gefahren. Ja, wunderbar. Gerne. So wie man Hellcat fahren muss. Oh, Alter, ey. Das ist pure. So, hier ist noch irgendwo, Macht, hier ist noch irgendwo ein Königstiger. Das Problem ist, ja, bei einem Tiger geht das. Da kannst du voll gut outplayen. Aber bei zweien, wie es eben gerade war, und dann noch ein Hetzer im Hintergrund. Das ist. Ja, musst du noch einmal Ketten drauf. Ist RIP. Ich glaube, ich spawn mal da selber. Ja, kannst du machen. Panzerfahrer. Ja, das war schön gerade. Das war schön. Ja. Das war geil outplayed auf jeden Fall. Vor allem, dass er auf dich zu. Ja, ja, und dann. Der wollte mich, ich glaube, der wollte mich drehen. Also umflippen. So, und ich habe jetzt auch einen etwas schnelleren Tank. Das passt so. Schirm, oder was? Also, was heißt. Ja, Easy 8, wobei der halt auch nicht viel schneller ist als der Jump. So wirklich easy ist der halt nicht, ne? Mhm. So wirklich der ist easy. Halt, der ist halt in erster Linie ist der halt ein 8, aber nicht ein Easy 8. Oh, ich glaube, ich habe den 2 gefunden, den Panzer 2, der steht da hinten irgendwo. Da hinten. Alter. Ja, klar. Alles klar. Moment. Da hinten irgendwo. Auf der Ecke. Da habe ich gerade die Schüsse rüberfliegen sehen. Ja. So, das ist ein kleiner Tipp. Ich glaube, wir sollten vielleicht wirklich wieder auf die gleiche Ecke gehen, weil wenn die eben gerade da gekommen sind, dann werden sie jetzt da auch wieder kommen. Safe. Ich beeil mich. Oh, jetzt glaube ich von rechts Beschuss bekommen, warte mal. Ne, es ist ein Kollege, der gerade geschossen hat. Ja, warte mal, ich sehe da aber was. Ja, da wird auch was geschossen haben, der Kollege. Ja, ich sehe das. Ich sehe auch, worauf er schießt. Ja. Hallo. Ach, das ist der Hetzer, das ist der Hetzer. Den werde ich mal holen. Fährt der los? Fährt der? Ja, der fährt. Okay, ja gut. Ich habe nur auf die alte Position geschossen. Ja, da bin ich jetzt gerade. Schlechte Idee. Wurfmin! Wurfmin! Oh, wie schwul. Wurfmin. Ich guck mal, was in der Stadt los ist und du kommst irgendwie. Ich komme gerade nicht klar. Ja. Weil ich mach Kette kaputt und Wurfmine. Ja, dann bist du eh down. Alter, Wurfmine. Es ist. Und H3. Einer hat hier gerade H3 gezündet. Wenn man es nicht kann, ne? Oh mein Gott. Fuck, die Kette verfehlt. Ja, aber den Tank getroffen. Oh nee. Ich kann so nicht fahren, es tut mir leid. Hier an der Position, Tiger. Ja. Geschützverschluss im Arsch. Ich keine Vision drauf, jetzt vielleicht. Warte, ich will nur auf die Position ballern. Uff. Genau hier drauf. Ja. Oh, aber er kommt zu mir. Oh. Ist tot. Ja, nee, der Fahrer kommt. Es sind hier zwei Panzerfahrer bei mir, ich krieg die Krise. Schieß! Jawohl! Ey, mich zerstört gerade ohne Witzen. Halb down von Panzer 2C. Geh rein. Oh. Nein. Ja, safe call. Ja, das ist wieder so witzig mit den Scheiße. Oh, Verschluss im Arsch, Mobileinsatz. Ich reparier dich. Danke. Da kommt schon wieder der kleine Tricksack. Wo ist der? Er ist ausgestiegen. Mach erstmal die Kette in fertig, damit wir hier abhauen können. Yo, ich glitch einfach. Ist fertig, lass mal abhauen. Hier ist nämlich direkt daneben der Spawn, da hab ich keinen Bock drauf. Gut, auf geht's. Was ist denn hier noch? Da ist doch noch was, das kann man noch mitnehmen. Magazin zerstört, ist weg. Und Muni ist leer. Willst du jetzt. Nein. Du kannst auch abhauen, ich bin jetzt wieder safe.
verhältnismäßig. Ja, ich habe ja keine Panzer mehr. Wie keine Panzer mehr? Schon Auto auf Panzer? Nee, Panzer. Geht doch noch. Ja, gut, dann reparier du mal, dann lade ich die Waffe nach. Ich habe nämlich gerade keine Muni mehr. Mhm. Nicht gut. Das sag ich dir jetzt schon. Das ist nicht gut. Sag mal, ist das da hinten ein... LOL. Da steht halt wirklich ein Panzer drin. 2C, ja. Hat mich eben fast down gemacht. Jo, vor uns! Ignorieren, ich habe keine Hardcam gerade. Nein! Bist du bekloppt? Ich habe keine Hardcam. Da hat das nicht bemerkt. Scheiße. Ist der bescheuert? Zickzack. Der ist ein bisschen behindert, oder? Ja, oh gut, dann soll er weiterfahren. Ich habe momentan eh keine Möglichkeit, den zu beschießen. Viele Win. Auch cool wird von zweimal... Alter, was... Oh Gottes Willen, was kommt denn da für eine Armada an? Hätte ich noch mitschießen können, egal. Auf geht's, XC8. Ja, hier sind so Triple, ja. Quattro, sonst wie viel Trupps. Ja, die machen ja immer ganze Angriffswellen. Der Lux ist hier unten. Ne, ist nicht kein Lux, ist der Panzer 2. Ja, der hat mich eben echt auseinandergefickt da. Genau da. Da. Ja, ich guck da, mal, da sind zwei Leute. Oh Mann, ich brauch Moni. Ich hab 71 Schuss für dich. Tschüss, Falkenhardt. Der hat seinen Panzer aufgegeben. Panzer zerstört, mit HE. Gut, kann man auch machen. Hat irgendwer Vorarbeit geleistet. Bin ich auch dankbar drüber. Alter, der M10. Uli am Farm. So, wir haben mit der Muni, dann können wir weitermachen. Die Deutschen dürfen gerne kommen, aber bitte nicht im Panzerkampfwagen Tiger 2 Modus, Doppelduo. Das ist halt scheiße. Also im Duo-Modus, das kannst du, dagegen kommst du einfach nicht an. Ey, du bist da hinten, vielleicht komme ich mal zu dir gefahren. Hier ist nichts los. Dann, ja, hier ist auch gerade nichts los. Haben wir noch ein paar Wehr? Ja, roter Punkt, roter Punkt. Mütige Deutsche, wo denn? Dahin, da hinten, oh. Ram, dam, 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 dam. Aua, scheiße, Beschuss. Alter, ich werd dich ernsthaft. Frontal, da. Ja, genau hier, weißt du, ich spawn die jetzt, oder was? Witz. Lauf zerstört. Scheiß Bots nochmal. Königstiger, da hast du keine Schnitte. Und tschüss. Sturmkämpfer. Ich wollte noch mal wehrhafte Deutsche haben. Das wurde mir jetzt zum Verhängnis. Ich habe gerade ohne Witz 4 Panzerschrecks in den Rücken bekommen. Gleichzeitig. Ja, stopp mal. Bleib mal stehen. Ja, ich auch so. Warte mal. Ich brauch die EP. Die geben keine EP. Echt nicht? Die geben kaum EP. Die geben ein oder so. Ein EP. Ja, aber für den Panzer selber. Ja, es ist nicht so viel, ne? Lohnt jetzt eigentlich nicht. Ja, okay. Also die jetzt extra absichtlich abzufarmen, um irgendwie EP zu bekommen, das lohnt nicht. Das lohnt nicht richtig. Naja. Für vielleicht die kleinen Panzer, um die ersten paar Level noch zu bekommen, ja. Ich hab nicht hochbekommen. Du hast ihn nicht hochbekommen, aber guck mal hier, ich bin verdient Erster. 1026 Punkte, Sturmkämpfer mit Amor Squad 4 und Dickfett Königstiger. Ja, Punkte technisch auf Platz 2. Moraltechnisch jetzt nicht unbedingt auf Platz 1, weil Königstiger und normaler Tiger im Duo fahren zeugt jetzt nicht unbedingt vom Skill. Aber kriegt man schon hin. Wir hätten eigentlich die ganze Zeit Panzer-Duo fahren können, haben aber irgendwie nie gemacht. Weil immer einer tot war. Ist ja auch egal. 26 Minuten, das ist eine optimale Folgenlänge. Ich hoffe, eure Hasskommentare bezüglich der Amis stehen schon unten drin. Ich freue mich drauf, sie mit
Na, nicht mit Herzen beantworten zu können, aber sie auf jeden Fall lesen zu dürfen und dann eventuell ignorieren zu können. Ansonsten, wie gesagt, nächstes Mal geht's wieder normal weiter, hoffe ich. Ich weiß noch nicht, Russen, Deutsche, Amis, ich weiß das momentan, wo ich jetzt hier aufnehme, weiß ich es einfach noch nicht. Das sehen wir dann, wenn wir dann spontan aufnehmen. Bis dahin, Lukas, du hast das letzte Wort. Game Crash.